Klasse 5C, wie immer, 20 Mütter und nur ein Vater. Das schaffen sie. Ich habe auch gar nicht so viel Zeit. Können wir bitte direkt zur Sache kommen? Für mich ist es genauso lästig, aber es ist ja nur einmal im Jahr. Herr Meier, schön, dass wenigstens Sie pünktlich sind. Ihr Sohn ist es ja selten und Ihre Frau kommt gar nicht. Schade. Oh, kommen ja doch noch mehr. Wenn Sie ein bisschen zusammenrücken, dann passen auch mehr rein. Wenn sich alle von Ihnen beteiligen, kommen wir schneller ans Ziel. Herr Meier, einfach entspannen. Ich weiß, sonst macht das Ihre Frau, aber Sie schaffen das auch. Ist überhaupt nicht schlimm. Frau Müller, Sie finden Ihre Position problematisch. Warum? Der Vater von Chantal lässt sich kurz entschuldigen. Er ist ein bisschen spät dran. Ich hoffe, dass er gleich noch reinkommt. Hoffentlich kommt heute nicht der, dem sein Kleiner die ganze Zeit spuckt. Herr Schmidt, in Ihrem Fall hatte ich deutlich darauf hingewiesen, dass beide kommen müssen. Ja gut, ich versuche es gar nicht mehr, die ganzen Namen zu merken. Gibt's vielleicht schon irgendwelche Freiwilligen? Die Shania. Shania war immer stets bemüht, aber für befriedigend reicht's nicht. Ihr Sohn kennt sich am besten mit Schwänzen aus. Wir haben auch ein großes Matheproblem in der Klasse. Zum Beispiel haben alle Jungs folgende Matheaufgabe falsch beantwortet. An einem Baum hängen 50 Äpfel, du holst dir einen runter. Wie viele Äpfel hängen... Ah, jetzt verstehe ich das. Gruppenarbeit klappt in den höheren Klassen wunderbar. Das kann man auf den Klassenfahrten auch ganz eindeutig sehen. Auf dem anstehenden Ausflug wird es auch sehr feucht. Bitte denken Sie an genug Schutzkleidung. Wenn Sie sich dann am Ende bitte alle noch in die Liste eintragen könnten, wer welche Schicht übernimmt, das wäre super. Wenn wer sehr viel Energie hat, können Sie sich auch gern doppelt und dreifach eintragen, ganz klar. Dann kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Wir brauchen Klebeband, eine Schere und Buntstifte. Das können auch die ganz Kleinen, keine Sorge. Ja, das Klassenzimmer ist dafür nicht gemacht, aber ich denke, es geht schnell. Es wäre schön, wenn sich dieses Mal auch mehr die Väter engagieren könnten. So, wer möchte denn anfangen? Okay, um das durchzuziehen, brauche ich definitiv die schriftliche Einverständniserklärung. Hat einer von Ihnen vielleicht eine professionelle Kamera zu Hause, die wir uns mal ausleihen könnten? Ja, der Stuhl geht auf den Rücken, das haben schon mehrere gesagt. Ach, und Sie wechseln sich ab, es kommt immer nur einer, damit es nicht so anstrengend wird. Ich verstehe. Ja, Ihrer wird geärgert, weil er noch zu klein ist, aber das kommt alles. Damit es nicht jedes Jahr dieselben Leute machen, ist dieses Jahr Pflicht, dass jeder mal woanders helfen muss. Auch wenn Sie das alles mit Ihrer Frau schon mal durchgespielt haben, mir müssen Sie es natürlich auch vormachen, weil sonst weiß ich ja von gar nichts. Hoffentlich ist das hier bald mal zu Ende. Mir tut schon richtig der Hintern weh. Oh, das fand ich ganz gut. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Es wurde sich gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr Spielzeug anschaffen. Herr Peters, Sie können sich nochmal hinsetzen. Sie sind ja gerade erst gekommen. Sie müssen noch nicht los. Herr Schiller, ich gebe Ihnen kurz eine Einführung, okay? Frau Klötenkämper, es wäre schön, wenn Sie zum Punkt kommen. Bei dem Termin bräuchte ich dann noch so 2, 3 starke Männer, bitte. Sehr schön, das ging jetzt zwar schneller, als ich dachte, aber immerhin sind alle glücklich. Nächstes Thema, wir haben schon wieder Läuse. Wer von Ihnen wollte jetzt noch zu Madame Brigeau? Die macht Französisch. Die hat leider keine Termine mehr frei, aber ich habe noch Herrn Kostas, der macht Griechisch. Da geht's super flott. Schön! Es freut mich, dass so viele gekommen sind. Wenn beim nächsten Mal dann ein paar mehr Väter dabei sein könnten, dann bringt das nochmal so eine ganz andere Würze da rein. Das wäre ganz toll. Und wenn jemand von Ihnen jetzt noch einen Termin braucht, das können wir jetzt ganz schnell mündlich machen. Vielen Dank. Ich kann nie wieder einen Elternabend machen. Ich kann nie wieder einen Elternabend machen.